Hallo und herzliches Willkommen, liebe Wortbewohner und Ödlandbesucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr sehen könnt, befinde ich mich wieder im Pornshop in Grafton, dort wo wir den Zugangscode für Vault 79 bekommen haben. Da habe ich einen Guide dazu gemacht für diese tolle Schnitzeljagd. Wenn ihr das nicht gesehen habt, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Und heute widmen wir uns links davon dieser grünen Wand. Dort gilt es nämlich fünf Pakete zu finden, die wir dann auch dort an diese grüne Wand anbringen können, um das Ganze dann halt eben komplett zu machen. Eines habe ich schon gefunden, das war Zufall, das war eben so, dass wir auf der Suche waren nach diesen ganzen Hinweisen für den Code, für den Zugangscode für Vault 79, und da habe ich per Zufall schon dieses eine Paketchen gefunden. Ist aber nicht so schlimm, ich kann euch trotzdem zeigen, wo ihr es findet. Es liegt sogar noch da, ich kann es nur nicht mehr aufheben. Okay, es sind fünf Pakete, die wir finden müssen. Wo ihr sie findet, das zeige ich euch jetzt. Und wir fangen direkt an mit dem, was ich schon an die Wand angebracht habe. Das Paket, die Hinweise. Und dazu müssen wir runter nach Levisburg. Und wir müssen quasi in das Haus rein, wo wir ja auch die Sheep Squash Quest starten. Und dort, wenn wir drinnen sind, direkt auf dem Tresen, dort finden wir dann direkt das erste Päckchen und heben es auf. Das zweite Päckchen finden wir dann im Capitol Building in Charleston. Dort müssen wir hin, und direkt vom Spawn laufen wir einfach rechts um das Gebäude rum, gehen am Haupteingang vorne rein, und dann halten wir uns direkt rechts durch das Loch in der Wand, immer den Flur entlang, immer schön rechts halten, bis wir zur Treppe kommen. Und wenn wir an dieser Treppe sind, laufen wir diese komplett einmal hoch, laufen dann wieder ein bisschen rechts rum den Gang, also wir müssen uns sehr viel rechts halten, bis wir an das Zimmer kommen mit diesem Schild vorne an der Tür. Und hier sei gesagt, solltet ihr noch nie in diesem Raum gewesen sein, dann müsst ihr das Schloss knacken, also Schlossknacker-Skill auf jeden Fall ausrüsten. Ich habe diese Tür schon mal in der Vergangenheit geknackt, deswegen ist die Tür für mich auch offen. Und hinten im Regal, dort liegt dann das zweite Päckchen. Das dritte Päckchen, das finden wir dann im Charleston Herald, dort wo wir auch die Prüfung der Feuerteufel machen müssen. Da müssen wir einfach in das Gebäude rein, müssen da die Treppe hoch, müssen uns umdrehen, müssen rechts an der Wand nochmal hoch und wieder rumdrehen und hoch, und dann da hinten in dem Büro, dort liegt dann das dritte Päckchen. Das vierte Päckchen, das finden wir dann im Gutshof Silva. Dort vom Spawn aus einfach links gleich in das erste Haus gehen. Vorsicht, da sind wieder Verbrannte und Ghule. Und wenn wir da reingehen, direkt auf dem Tisch, dort liegt dann halt eben das Päckchen. Das ist auch so ziemlich eines der einfachsten. Und dann hat sich der Käse auch schon. Und zu guter Letzt besuchen wir dann Monoga. Ja, Monoga, dort in der Polizeistation, direkt vom Spawn aus geradeaus links in die Polizeistation rein, und dort auf dem Tresen ist dann das letzte Päckchen, welches wir benötigen. Ja, wenn wir alle Päckchen haben, können wir zurück nach Grafton in den Pornshop, können da uns wieder in den Raum durchsuchen und dann ja, einfach alle Hinweise direkt an die Pinnwand anheften. Und es gibt zwar keine wirklich große Belohnung für das Ganze, aber man kann sich diese Hinweise durchlesen, und dort auf diesem Pult da vor dieser grünen Tafel liegen auch nochmal ein paar Gegenstände, die man einsammeln kann. Und in diesem Sinne haben wir dann eigentlich schon eine Quest irgendwie erledigt, die ja mit Wastelanders zu tun haben soll. Man weiß es noch nicht so genau. Wir werden sehen, was da noch dahinter steckt. Vielleicht tauchen ja auch noch mehr solcher Quests auf. In diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass euch das Video geholfen oder gefallen hat. Da dürft ihr mir ein Däumchen da lassen. Natürlich auch ein Abo raushauen und die Glocke aktivieren. So bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und wenn euch was auf dem Herzen liegt, schreibt es mir in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Guten Loot. Macht nicht zu viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.